Ja, meine lieben Pikmin-Freunde, und damit kommen wir zu einem weiteren Part zu Pikmin 4, der Demo. Auf jeden Fall sind wir hier stehen geblieben, wir haben die gelben Pikmin bekommen. Und mache jetzt hier direkt weiter. Okay, wir haben sehr viele rote, das heißt, wir werden auf jeden Fall uns jetzt ein bisschen auf die gelben konzentrieren. Wie vermehren wir deine Eis-Pikmin? Mist, das war blöd. Ah, jetzt mache ich hier einen Blödsinn. Brauche ich da gar nicht mehr gelbe. Und ich habe auch gesehen, man kann sich tatsächlich... Man kann sich hier aufteilen. Man kann mit Ocean auch alleine hier rumrennen. Und der kann aber auch, ich glaube, der kann auch ein paar Pikmin selber dann, herumtragen. So, dann nehmen wir die mal mit. So, ich werde mich aber aufteilen. Dann gebe ich dem ein paar mit hier und ein paar gelbe. Weil das Aufteilen ist auf jeden Fall auch nicht so unwichtig. So, kann ich den jetzt auf der Karte eigentlich wohin schicken? Weil hier war ja auch noch was, genau. Hierher sehen. Nee, es geht anscheinend nicht. Ach so, das schaut er nur in die Richtung, okay. Normalerweise kann man die eigentlich da auch hinschicken, oder? Wieso geht das nicht? Weil normalerweise Menü. Es geht auch nicht. Ja, es bringt uns halt nichts, wenn wir das jetzt zusammen so machen. Ah, Tampa oder Ding etwas beauftragen. Ja, wieso? Es ist komisch. Egal, machen wir das einfach mal so. Da hinten war ja auch noch was, genau. Jetzt bin ich ein bisschen blöd, dass man irgendwie den nicht dann wohin schicken kann. So, hier war ja dieser Stromkasten. Können wir auf jeden Fall auch mal das aufbrechen. Da hinten war ja... Da war ja, da hinten ist ja genau, da sehen wir ja schon diesen komischen Typen da. Der was irgendwie verwandelt zu scheinen scheint. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hingehen. Ah, da ist noch eine Höhle. Es gibt sehr viele Höhlen hier. Wir haben 800 Glycerium auf jeden Fall. Ein neues Hilfsmittel haben wir bekommen, geil. Oh, das Radar kann man auch dann verbessern, geil. Eigentlich müsste ich die vermehren. Ich schätze mal, aber wir haben nicht genug für das, oder? Oh, es geht sich, glaube ich, genau aus. Ja, nice. Dann können wir da mal wieder zurücklaufen. Ja, man kann sich auf jeden Fall schon ein bisschen aufteilen, aber... Genau, hier hinten war ja auch noch eine Zwiebel. Das heißt... Ah, da haben wir auf jeden Fall auch wieder sowas. Können wir gleich mal mitnehmen. Die Höhlen werden wir uns auf jeden Fall auch noch ansehen. Ja, wenigstens können wir uns so aufteilen. Das ist schon geil. Genau, da oben war ja die... Da hinten, seht ihr das? Da ist auf jeden Fall die blaue Knospe. Da brauchen wir aber auf jeden Fall... Anscheinend... 22 von dem Zeugs da. So, die bringen das auf jeden Fall auch noch dorthin. Wie weit sind die hier? Ah, noch nicht durch, scheiße. So, hier war ja, glaube ich, nichts mehr. Oh, wechseln.
Kommt mal her. So, der Elektrozaun ist auf jeden Fall auch offen. Geil. So. Hier war noch diese eine Knospe, genau. Oh, das ist auch ein Schatz hier, kann das sein? Na, das ist auch wichtig. Brauchen wir 5. Das können wir auch abtransportieren. Ja, nice. Was ist bei dem da? Ja, es kann sein, dass ich da die Flugpikmin brauche. Okay, komisch. Kann ich anscheinend noch nicht hin. So, dann können wir auf jeden Fall hier mal her. Hä? Wieso rennt er jetzt von selber? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Kommt mal alle her. Bin gespannt, wie viel Kapazität wir jetzt hier bekommen werden. Wir könnten eigentlich... Ich weiß nicht, ob sich das halt viel lohnt, das hier aufzumachen. Aber ich glaube mal nicht, oder? Da hinten wäre auf jeden Fall auch noch ein Schatz. Ah, sehr nice. Jetzt haben wir wahrscheinlich 35, oder? 10 Pikmin mehr. Ja, wie viel sind denn das jetzt überhaupt dann? Ne, 40 sogar. Krass, das ist geil. Ich werde auf jeden Fall immer noch auf die... Jetzt ist das schon wieder ein roter. Hier ein paar von den gelben vermehren. Ja, wir haben so viele von den roten. Ja, 40 Pikmin sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Schon deutlich angenehmer auf jeden Fall. So, kommt mal alle hierher. Die können wir dabei auf jeden Fall da liegen lassen. Ja, die Eis... Die Eisfrucht haben wir ja auch noch nicht. Dann gehen wir auf jeden Fall... Aber ich glaube, wir können in der Demo jetzt... Generell auch nicht mehr so allzu viel hier machen. Okay, mal. Okay, ich glaube nicht, dass ich da rein kann, oder? Vorige Fabrik. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da diesen Feueranzug nicht fast schon brauchen. Da ist auf jeden Fall dieser eine Typ. Okay. Oh, das habe ich da auch noch nicht aktiviert. Da ist auch was. Einmal noch eine. Ah, ich liebe diese Abkürzungen bei Pikmin. Ah, hier war man, glaube ich, noch gar nicht, glaube ich. Ah, jetzt können wir nämlich hier auch rein, geil. Ja, hier ist dieser komische... Wie viel brauche ich da? Da brauche ich 20 Eispikmin. Oh, da ist auch wieder sowas zum Abtransportieren. Ich kann auf jeden Fall auch mal ein bisschen was machen. Da oben ist auf jeden Fall auch nochmal eine... Eine Treppe. Okay, wir haben noch einen Schatz auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Konzept, dass die ganzen... Aber wir könnten in die Höhle da eigentlich auch mal gehen. Oder sollen wir die Treppe hier bauen? Aber ich finde, das braucht es eigentlich nicht. Uah. Was haben wir hier für eine? Fabriklabyrinth. Ja, gehen wir da mal rein.
Du kannst nur drei Arten von Pikmin auswählen. Ja, nehmen wir alle mit so, oder? Das müsste, glaube ich, passen. Coole Sache. Oder dürften aber auch Leute unten sein, oder? Shit, gerettet null. Aber es macht wirklich sehr Bock, das Game. Oder ist der Ocean, der ist da oben? Du wirst von Ocean getrennt. Oh mein Gott. Ah, okay, hier hätte man jetzt eh das Wechsel noch erklärt bekommen. Okay. Aber ich kann zu Ocean wechseln. Okay. Uah. Ja, da brauche ich auf jeden Fall Ocean. Da ist der Ausgang. Okay, das ist zu zeitaufwendig. Hier sind gelbe Pikmin. Was ist das da? Ah, okay, da ändert sich die Fahrtrichtung. Moment mal. Ich glaube, den Dungeon hat man auch im Trailer gesehen. Okay. Nehmen wir den mal mit. Hier ist ja der Ausgang, oder? Oder wollen die das dann zu der... Die bringen das doch zu unserem Wagen, oder nicht? Oh, die können da einfach durchlaufen, alles klar. Hä? Ah, okay, die können nicht mehr nach oben. Okay, man kann aber... sofort wieder raus. Okay, da oben ist auch noch was. So. Aufsteigen. Oh. Okay, es ist interessant gemacht. Da wäre auch noch ein Schatz. Ja, leider kann ich den... Kann man sich nicht gegenseitig werfen in Pikmin 3. Okay, ich muss aber sowieso einmal mit Ocean darunter. Oder kann ich mit dem auch das machen? Ah, so. Ach so. Womit das geht, dann muss ich das vorher mit Ocean machen. Wechseln. Ach hoppla, jetzt habe ich das falsch gemacht. Wechseln und dann so. Oh, er kann das sogar transportieren. Geil. Okay. Ja, es ist aber eine sehr einfache Höhle. Okay, aber die Dungeons scheinen nicht mehr so wichtig zu sein. Ich meine, natürlich schon, aber die dürften nicht mehr die oberste Priorität haben. Okay, wir haben auch schon fast das Ziel erreicht eigentlich.
Ah, wir haben schon sehr viel. Dann gehe ich da jetzt mal raus. Ach, die bin ich nicht in deiner Gruppe gefunden. Ja, okay, nice. Dann gehen wir da mal rein. Oder raus, besser gesagt. Ah, wir haben nur 50% sogar abgeschlossen. Was? Das kann auch nicht sein. Hä, als ob wir da was vergessen haben. Ach, es geht noch tiefer. Ah, okay, es sind zwei Ebenen dann. Oder hinten ist aber so ein ausgestoßener. Was ist das denn? Was ist das? Hä? Ach, jetzt. Wieder mal alle aufsaugen. Kann ich da einfach durch? Also ich kann da eh einfach durchlaufen, lol. Genug, jawohl. Ah, die kommen da nicht durch. Ach, Moment mal, ich muss auf den Hund drauf. Da hinten ist auf jeden Fall ein Ausgestoßener. Oder ein Gestrandeter. Ist auch wieder ein Schatz. Okay, hier könnte man... Ich habe auch gelesen, man solle nicht direkt alle Schätze einsammeln. Irgendwie. Ganz merkwürdig. Also man soll... Also ich will auf jeden Fall noch zu den einen komischen Ding da gehen. Zu diesem komischen... Aber hier geht es, glaube ich, auch schon der Ausgang, oder? Ja, okay. Hier würde man wieder rauskommen. Mal runter machen. Ja, der kann halt nicht durch hier, der Hund. So, hier habe ich auf jeden Fall mal eine Abkürzung. Ja, hier brauche ich halt Ojin. Basis verlegen. Ah, wie komme ich mit Ojin hierher? Ah, okay, dann... Oder? Nicht, dass ich jetzt hier was falsch gemacht habe. Oh! Boah, das wär krass, wenn das gehen würde. Okay, das machen sie schon. Aber es wird, glaube ich, fast sogar gehen. Das hat mir ja gar nichts gebracht jetzt. Komisch. Boah, ich hoffe nicht, dass der so will. Wie viel ist denn der wert? Ah, okay, nur 100, okay. Boah, ich muss langsam echt aufpassen. Mit dem ganzen Gold. Ich glaube mal, wir müssen da aber... mit dem Pikmin hin. Aber nee. Blödsinn, ich kann ja... mit Ojin da. Hä? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist ganz, ganz merkwürdig. Weil mit. Aber was hat mir das gebracht, wenn ich das jetzt hier aufgemacht habe? Kann auf jeden Fall auch. Mitnehmen. Oh.
Aber ich komme nach oben. Ah, nice. Nice Sache. Da bin ich gespannt, wer das jetzt ist. Ein weiterer Kollege von der Rettungscrew. Schnotz. Der Schatzexperte. Es ist kein Rettungscrew-Mitglied. Ah, krass. Was ist das denn? Okay, das ist interessant. Oh mein, okay. Das ist interessant. Dann sind von, dann haben, das war nämlich eine Theorie von mir auch. Was wäre, wenn mehrere Leute das SOS-Signal bekommen? Weil man hat in dem Trailer gesehen, bei der SS Shepard stehen mehr Leute als wie bei der Rettungscrew. Es sind da mehrere Personen gestanden. Boah, krass. Okay, dann ist das... Oh mein Gott. Hilfe für die Gestrandeten. Ja, oh mein Gott. Okay, das ist interessant. Sogar eine Hauptmission. Zur Oberfläche. Okay, das ist wirklich heavy. Der Schnotz. Okay, die Motivation erhöht sich auch von unserem Begleiter. Okay, das ist wirklich wild. Das ist wirklich wild. Aber der eine, der was da hinten ist, ich will den unbedingt noch zu dem hinkommen. Der ist ja... Es ist ganz merkwürdig. Es ist ganz, ganz weird. Wirklich nicht das Problem. Wollen die nicht an die Oberfläche folgen? Ah, okay. Ah, okay, das ist schon mal cool, sagte ich schon. Neuer Logbucheintrag. Ach cool, ja, das ist ja sowieso immer das Gleiche. Hast du auch alle Pikmin-Keime gepflückt? So, was kann man denn jetzt noch machen hier? Da war eine Höhle. Da oben ist auch eine Höhle. Was zum Teufel? Genau hier. Ja, genau, da hinten war auch noch eine. Gehen wir auf jeden Fall dort auch noch hin. Wow, das ist schon heftig. Dann sind hier wirklich anscheinend mehr Teams hierher gegangen. Das habe ich ja schon gebaut. Krass. Dann ist nicht nur die Rettungscrew und Olima hier gestrandet. Das ist ja ganz, ganz, ganz krass. So, warte mal. Hier soll auch ein Schatz sein, oder was? Aber hier sind überall noch die ganzen Toten. So, da ist ja der. Es ist ja auch ein Gestrandeter. Aber der ist irgendwie mit irgendwas infiziert oder so. Ja, da kann ich natürlich nicht hoch. Genau, hier war ja auch das eine. Boah, hier geht's immer noch weiter. Ist das krass. Ah, da kann man... Ah, okay, da kommt man durch. Okay, boah, das ist so heftig. Dann kann man hier seine Basis auch verlegen. Krass, dann gehen wir da mal rein. Ich habe viel zu viele rote Pikmin dabei. Machen wir auf jeden Fall gelbe Pikmin auch.
Das ist schon wild. Die Wassergipfelhöhle. Ich denke mal, aber den Part werden wir jetzt sowieso gleich beenden. Oh, hier sind wieder Eispikmin. Oh, die brauchen wir ja. Auf jeden Fall vereisen. Und drauf da. Oh, das sind nochmal Eispicken, oder? Ja, das ist gut. Aber wie kann ich die da rausholen? Ah, wartet mal. Das können wir gar nicht auch mitnehmen. So. Wir brauchen ja 20, um den einen komischen. Ah, da könnte auch noch was drin sein. Sind da auch welche drin? Jawohl. Dann haben wir schon 16, Leute. Hier brauche ich. Brauche ich sogar nur 10. Kann ich die mitnehmen? Ah, das geht aber auch. Ah, nice. Boah, das ist ja ultra geil. Enorm. Ist Augenblick gefahren. Okay, die kann ich aber dann nicht mehr mitnehmen. Das ist schade. Vielleicht kann ich dann nochmal rein. Okay, das ist wirklich eine coole Idee. Oder ist wieder so ein Schatz? Das Problem ist nur, ich will ja eigentlich. Kann ich die jetzt wieder mitnehmen? Ah, okay, die können da hochstampen, geil. Das Eis schmilzt gleich. Dann gehen wir nach oben. Hier ist die Frage, ob uns da überhaupt alle Pikmin mitfolgen. Okay, wir sind sowieso noch nicht durch, oder? Ja, cool. Aber wir können auf jeden Fall jetzt das Eis da vereisen, um eventuell. Oh. Ist hier. Ah, da ist noch ein gestrandeter, krass. Das auf jeden Fall ausreichend. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Mal weiter. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.